Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, nach wie vor gibt es eigentlich wirklich nur ein Thema, das ist Corona in den unterschiedlichsten Facetten. Für die Region Hannover beschäftigt im Moment natürlich alle sehr, dass wir über dem niedersächsischen und über dem bundesdeutschen Inzidenzschnitt liegen und natürlich beschäftigen wir uns intensiv mit dieser Frage. Da muss man einmal wissen, dass wir Mitte Dezember einen relativ hohen Stand hatten und wenn man von einem höheren Stand kommt, der langsam aufgewachsen ist, dann ist natürlich auch das Tempo deutlich geringer, weil sie ja schon immer wieder eine vergleichbare Verbreitung haben und deshalb auch langsam runterkommen. Zum anderen haben wir tatsächlich immer wieder in erheblichem Umfang Ausbrüche in Pflegeheimen, in Gemeinschaftseinrichtungen. Da gibt es insofern Hoffnung, als die Ausbrüche, seitdem die Impfungen wirken, zwar vorhanden sind, die Verläufe aber für die älteren Menschen im Moment deutlich weniger intensiv sind, also der Krankheitsverlauf weniger gefährdend ist als vorher. Sollte sich das bestätigen, wird einer der ganz wichtigen Sorgenpfeiler kleiner werden, weil wir nach wie vor eben eine hohe Bedrohung für ältere Menschen haben. Und in der Region haben wir, das ist dann die gute Nachricht inzwischen, die Pflegeheime bis auf 2, die in dieser Woche noch nachfolgen werden, durchgeimpft. Also circa 180 Pflegeheime, die alle eine Erstimpfung erfahren haben und eine Zweitimpfung in weiten Teilen. Natürlich spielt das Thema, was wie ein großes Fragezeichen, wenn man die wirklichen Auswirkungen anguckt, Mutation eine Rolle. Wir sind sehr sicher, dass die Mutation in der Region längst angekommen und somit auch in das Geschehen eingepreist ist. Das heißt, dass wir in der Region bei der britischen Variante inzwischen einen erheblichen Anteil von Menschen, die infiziert sind, mit diesem Anteil auch haben. Der wiederum da etwas beruhigende Teil, die Krankheitsverläufe sind bei uns nicht erkennbar schwieriger. Also die stationäre Belastung in den Krankenhäusern wird durch die erhöhte Verbreitung nicht gestärkt. Wir haben ein Team eingesetzt, das sich speziell mit dem mutierten Viren beschäftigt, um noch mehr Informationen und damit auch mehr Sicherheit zu bekommen. Der, glaube ich, wirklich wichtige Teil ist, dass das Impfzentrum immer dann, wenn Impfstoff da ist, sehr gut funktioniert. Und wir haben in diesen Tagen, wahrscheinlich heute oder morgen, 50.000 Menschen, die bereits geimpft sind in der Region Hannover. Das ist, glaube ich, ein guter Wert und ich glaube, das ist auch wirklich die Perspektive, die man sieht, dass wir in dem Bereich weiterkommen. Tatsächlich gehen wir im Moment davon aus, dass auch bei uns die Zahlen insgesamt weiter runtergehen. Wir werden etwas langsamer sein, weil wir immer von einer höheren Basis kommen und damit immer auch eine Restverteilung haben, aber die positive Wirkung bzw. die negative Auswirkung, also weniger positive Tests, weniger Infizierte, die sehen auch wir, sodass wir glauben, dass wir zwar hinterherhinken, aber in der Tendenz genauso wie andere Teile, die meisten Teile in der Bundesrepublik, langsam weniger Infizierte haben. Der entscheidende Teil ist nach wie vor, dass es relativ viele Ansteckungen auch im Familienverbund gibt. Also das Wichtige, auch wenn das schwerfällt, auch Schutzmaßnahmen bei Angehörigen ernst zu nehmen und sich klarzumachen, dass man insbesondere die Eltern gefährden kann, wenn man sie in den Arm nimmt, wenn man die Abstände nicht einhält, wenn man auf einen Mund-Nasen-Schutz verzichtet. Also wenn man, was ich gut verstehen kann, Eltern besucht, ältere Menschen besucht, dann ist es in dem Interesse der Menschen von besonderer Bedeutung, da den Abstand einzuhalten und auch wenn es komisch ist, in dem Verbund Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um die Menschen nicht zu gefährden. Das ist in Wirklichkeit nach wie vor das A und O, aufzupassen, Abstände einzuhalten und den Mund-Nasen-Schutz zu tragen, um sich selbst nicht zu gefährden und aber auch ältere andere Menschen nicht zu gefährden. Und so ist die Einschätzung im Moment, wie gesagt, es geht langsam nach unten. Wir glauben, dass wir
die Mutation hier in der britischen Variante längst so mit einer Durchdringung haben, dass sie keine weiteren krassen negativen Auswirkungen hat. Und insgesamt die Perspektive durch das Impfen wird es auch da besser werden. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.